Willkommen zurück. Wir gehen mal schauen, was wir hier noch tun können. Aber mir gefällt dieses Königreich. Es ist voller Penner. Also es ist nicht im Sinne von, oder? Sind die dumm und blöd? Im Sinne von, die Leute pennen. Also wirklich pennen. Und ich gehöre irgendwie, würde dazu gehören, wenn es diese Welt gäbe. Ganzen Tag pennen, ey. Oh, das sieht sehr verwildert aus. Aber wir stellen uns rein. Was sonst? Okay, wo sind wir jetzt? Wobei, in dieser anderen Wasser, Wind, Feuer. Ich gehe mal in die andere Bibliothek und öffne die dann mal. Vielleicht kriege ich da ja noch was Interessantes raus. Es wäre nämlich sehr schlecht dann, wenn da so ein super übles Item gäbe für Pain oder so, für eine Triple Tech und ich lasse es einfach so links liegen. Das wäre wirklich nicht gut. Weil wer weiß, wie lange wir hier noch ruhig unsere Runden ziehen können. Also, dieses Königreich, Königreich Eifer. Nur Magier leben oben in den warmen, paradiesischen, fliegenden Kontinenten und die Menschen, die keine Magie wirken können, leben unten in der Eiszeit. Das ist überaus ärgerlich, finde ich. Also. Wind, ne, Wasser, Wind, Feuer. Das war Feuer. Das war Wasser. Auf Wasser. Ich mag die Musik, die ist schön. Feuer. Boom! Ja, was kriegen wir denn da? Oh, ein Nu! Der Guru der Vernunft ist fort. Kämpfen? Was soll ich antworten, ja? Okay, also los. Was? Alles klar. Das ist der... Probo-Angriff. Laserwirbel. Na, 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 na. Ich hab mich jetzt aber doch verschaut, oder? Die haben mir jetzt nicht wirklich so eine reingezimmert, dass ich nur noch einen Lebenspunkt habe. Das ist eine Halluzination, die ich habe. Und auch bei ihr ist es eine Halluzination. Einer ist tot. Ich glaube, ich werde das nicht überleben. Werde ich das überleben? Ich verstehe dieses nicht. Ich verstehe das Königreich nicht. Es entzieht sich meinem Verständnis. Was geht hier ab? Ich habe absolut keinen Zusammenhang, was hier jetzt gerade so abgeht. Null. Lol, die können mich nicht töten. Sie können mich töten. Sie können mich töten, verdammt. Nein! Los! Pain! 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 Du bist die letzte Hoffnung für unser Weiterleben. Oh, yeah! 744 Erfahrungspunkte. 90 Tech-Punkte. Ihr seid stark. Hier. Magie. Hasspille. Nu. Ich glaub's nicht. Das war ein sehr knapper Sieg. Aber lasst uns doch einfach wieder zurückgehen. Eine Hasspille und eine Magiepille. Objekt. Sortieren. Dann benutzen wir die Hasspille mal auf Pain. Und die Magiepille auf Deck wegen Heilung und so. Wenn das jetzt überhaupt was gebracht hat und ich sie nicht einfach so verschwendet habe. So.
Und die schöne Musik hat aufgehört und es weht einfach nur ein kalter Wind. So viel zur Eiszeit. Die Magier haben sich in den Himmel erhoben, um die Eiszeit zu überleben. Und die Menschen unten müssen leiden. Ich mag die Königin Eifer und die Menschen, die da oben wohnen, schon jetzt nicht. Ich hasse sie jetzt schon echt. Ich würde ja was zu Fairy Tail sagen, aber dann spoiler ich. Für die Leute, die den Manga noch nicht geschaut haben. Gelesen haben. Ich sag geschaut, weil ich immer die Videos der Mangas schaue. Sondern nur den Anime. Ich könnte mir aber auch mal wieder den Fighting Festival Arc anschauen in Fairy Tail. Der ist geil. Mit Luxus. Ja, ich stehe total auf Blondies und so. Luxus ist cool. Mein Gott, Fable für Blondies. Ich bin ein schlechter Mensch. Königlicher Palast. Oh Gott. Die Musik ist nicht schön. Das ist der Palast der Königin, Herz des Königreichs, des Eifers. Und damit das Herz des Universums. Genau. Die Königin ist der Mittelpunkt des Universums und so. Hallo Nu. Nu, rede mit mir. Würdest du mir den Rücken kratzen, sicher? Ah, danke. Oh, das ist sie. Puh, oh mein Gott. Danke. Du kennst die Kratzstelle der Nus. Das hat mir jetzt auch. Würdest du mir den... Ja, ich kratze nochmal. Den Rücken. Nein, ich habe keine perverse Vorlieben. Den Rücken eines merkwürdigen blauen Wesens zu... gibt es hier auch wieder so eine Fähigkeit? Ich will da runter. Vermutlich. Ja. Die Königin hat zwei Ebenen. Schala und Janus, die so gut miteinander... Erben. Schala und Janus, die so gut miteinander auskommen. Wenn Janus nur ein wenig aufgeschlossener wäre, den anderen gegenüber. Dann... Tod und Tyrannei. Ich verschwinde. Na, hier gibt es keine Bücher zu öffnen. gibt es hier irgendjemanden, der was verkauft? Nee, steht nicht so aus. Durch die königliche Halle kommt man noch. Was? Ich habe nicht gelesen. Ein Nu! Hier geht es zur Mammonmaschine. Da will ich noch nicht hin. Ah, hier geht es zur Königshalle. Okay. Der Erbe lebt und wandelt sich im Laufe der Äonen. Aus Ebenen werden Gebirge und aus Gebirgen Ozeane. Man könnte den Weg finden. Das heißt, wenn man ganze Zeitalter im verbotenen Palast oder im Sonnendom ausharren würde. Diese Menschen sind sehr merkwürdig. Königshalle? Aha. Niemand darf eintreten, wenn die Königin sich im Seepalast aufhält. Ah, erkennt ihr diese Türen? Heißt scheinbar, diese Kisten, die nicht zu öffnen sind, diese Türen, die man nicht öffnen kann, würden wohl aus dem Königreich aus diesem Königreich Eifer stammen daraus. Und die Tür von außen zu öffnen, bedarf es eines Amuletts, das dem von Schala gleicht. Wir haben kein Amulett. Dann gehen wir mal zur Mammonmaschine. Ja, wach auf. Ja? Die Aura des Propheten ist voll Schmerz und Hass. Er wird sich selbst zugrunde richten und die, die er liebt. Wer ist dieser Prophet? Weiter nördlich ist die Halle der Mammonmaschine. Lavos unglaubliche Energie durchdringt sie. Ihr möchtet in die Mammonmaschine sehen? Nein. Aber ihr müsst sie fühlen. Die letzte Kraftwelle des großen Lavos. Was? Lavos lebt doch noch. Seid ihr dumm im Kopf? Naja, wir gehen dann mal in der nächsten Folge zu dieser wunderschönen Mammonmaschine. Und ja, dann schauen wir uns mal an, was uns da erwartet. Denn ich habe ein schlechtes Gefühl. Mal wieder. Wann habe ich mal kein schlechtes Gefühl? Aber egal. Wir sehen uns dann demnächst wieder. Bis dann.